Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken. Wir sind Annie und können Hieroglyphen lesen. Ziemlich cool. Vorsicht, der du eintrittst. Der Wächter der Phönix, der Sphinx, hat einen leichten Schlaf. Na, der hat aber bei uns beim letzten Mal sehr gut geschlafen. Geh so lange durch die Tür mit der Sonne, bis du zu einem Durchgang mit zwei Augen kommst. Wenn du dich verläufst, landest du unter Umständen beim Wächter der Sphinx, dann lieber schnell weg. Annie liest die Schrift und erfährt so, in welcher Reihenfolge die Knöpfe gedrückt werden müssen. Welche Knöpfe? Es erscheint ein Hinweis auf dem Mars. Die Zack auf die Tapetenkarte... übertragen kann. Ich verstehe, aber ich weiß schon... Wir haben das letztes Mal einfach nur mit Zack gemacht, ohne Hieroglyphen zu lesen. Ohne Hieroglyphen zu lesen, weil es gibt da einfach nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten. Wir haben da ein bisschen rumprobiert und dann hatten wir es recht schnell. Da hätte ich jetzt wirklich mit ihr gar nicht unbedingt herfliegen müssen, glaube ich. Aber gut. Whatever. Dann hat sie auch noch was zu tun hier. Wie viele Sonnendurchgänge muss ich denn hier noch latschen? Meine Güte! Aha! Okay, aber wenn wir jetzt schon hier sind, lesen wir das auch. A TIE Fighter, Inkognito, Sonne, weiblich, Pümpelgun, würde ich jetzt mal sagen. Erst drück den rechten, dann drück den mittleren, dann drück den linken. Okay. Na komm, nicht so schüchtern. Nimm den Knopf ab. Ja, wenn's eine, ist vielleicht so eine antike Tastatur. Kann das schon mal sein. Das ist eine Karte der Marspyramide. Aha, jetzt muss ich aber doch mit Zack auch hierher kommen, oder? Dann folgen wir jetzt mit ihm auch mal den Sonnen. Sollte ich eigentlich mal den Sauerstofftank abnehmen? Nicht, dass der leer wird, denke ich mir nämlich. Ja, ich verstehe schon. Jetzt kannst du unter deinem Glas nicht mehr atmen. Deswegen nehmen wir das jetzt auch ab. Bitte. Ah, er hat schon abgenommen, na Gott sei Dank. Das ist schon witzig, oder? Dass die dran gedacht haben, dass man unter dem abgedichteten Glas nicht atmen kann ohne Sauerstoffgerät. Ich meine, ein bisschen könnte er atmen. Nicht sehr lange zugegebenermaßen, aber so ein paar Minuten vielleicht. Wäre in so einem Glas schon Sauerstoff. Oder Sekunden, vielleicht, weiß ich nicht. Müsste ich mal testen. Das Gute ist, wenn man ohnmächtig wird und das Glas zerspringt, kann man wieder atmen. Und überall hat man Scherben am Kopf. Aber hey, für die Wissenschaft. Der Weg kam mir mit ihm gerade kürzer vor. Aber vielleicht, weil ich über Scherben in den Augen nachgedacht habe, da vergeht die Zeit schneller. So, benutzen wir die Tapetenkarte. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Benutze Tapetenkarte mit gelber Buntstift. Ich habe die Karte vom Mars gemalt. Aha. Und jetzt lesen wir nochmal das da oben. OF.
sehr schön. Ich schaue es mir nochmal kurz an, ob ich es auch richtig gezeichnet habe, aber ich denke, da kann man nicht viel OF. Ja, genau. Uff. Uff. Okay. Uff. Ist aufgezeichnet. Cool, dann können wir uns jetzt zum Gesicht vom Mars beamen und, weil da schon Sauerstoff ist, brauchen wir jetzt noch nicht mal unser Sauerstoffzeug. Hoffe ich. nice. Die Marspyramide. Ach, wir können auch direkt zur Pyramide, aber gehen wir mal ins Gesicht. Yo. Und jetzt benutzen wir unseren gelben Buntstift, wenn wir den nicht hätten, um hier Uff zu schreiben. Nehme ich an. Hä? Ach so, ne Quatsch. Die Türen sehen aus wie Tentakel. Also ich meine, wie stilisierte Tentakel-Saugnäpfe. Vielleicht seh das nur ich. Ist nur in meinem Kopf so. Tschu, 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 tschu. Hallo, tschu, tschu. Sage ich. Tschu, 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 tschu. Tschu, 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 tschu. Gleich drei Türen? Jetzt macht's mir ein bisschen Angst. Ich speichere. Ich schaue nicht in den Guide jetzt. Ich speichere und dann gehen wir selber durch die Türen. Das will ich jetzt wissen. Drei Türen wollen uns verführen. Und zwar in die Irre. Wow. Können wir einfach... Ich schätze mal, alle Türen führen einfach irgendwo in den Tunnel. Stimmt's? Es sieht fast so aus. Na gut. Schade. Dann schaue ich doch mal schnell. Kann sich zum Riesengesicht beamen, zeichnen, drei Türen gleichzeitig öffnen. Die Türen führen in das bereits bekannte Labyrinth. Geh einfach durch die mittlere. Dann ganz nach rechts und nach links. Also geh einfach durch den mittleren Durchgang. Ne, warte mal. Wo bin ich? Geh einfach durch die mittlere, dann ganz nach rechts und nach links. Das ist jetzt wieder sowas. Ich gehe ganz nach rechts. Ach so, in dem Fall unten nach links macht Sinn. Guckt euch das mal an. Hey! Da ist Zack. Willkommen auf dem Mars. Wurde ja auch Zeit, dass du kommst. Ihr habt mich erwartet? Das wundert mich jetzt. Wir haben nie kommuniziert und nix. Und woher kennt ihr mich eigentlich? Immer mit der Ruhe. Ich war beschäftigt, die Erde zu retten. Wirklich? Die Erde zu retten? Na gut. Du bist Leslie, richtig? Nein, das ist die Liesel. Richtig. Sie hat ihren eigenen Namen vergessen. Du bist Melissa. Ach was, Captain Obvious. Wir haben viel zu tun, aber nicht viel Zeit, also Beeilung. Sehr schön. Jetzt würde mich jetzt interessieren, wie viel Cashcard-Geld wir noch haben. Oh, schon noch einiges. Da darf man schon ein bisschen falsch fliegen. Okay, gut. So, jetzt schätze ich mal, müssen wir noch durch die anderen Türen gehen, ne? Aber das kann jetzt direkt gleich Sack machen wahrscheinlich. Wir brauchen ja noch den kleinen Schlüssel. Mittlerer Durchgang. Wo führt denn der gleich nochmal hin? Ist das wieder ein Labyrinth? Sollte ich in den Guide schauen? Von mir aus. Geh in den großen Saal, geh zum mittleren Durchgang. Perfekt. Er führt zu einem kleinen Ank. Ach wirklich, gibt's doch nur einen Weg. Na dann, perfekt. Nimm. Kleines Ank. Juhu, niedlich. Ich verstehe in den Räumen, das ist ja öfter, irgendwie nicht, was das sein soll eigentlich.
diese zwei komischen Pönöpel und diese Einbuchtungen. Ich weiß nicht, was mir das darstellen soll, aber ist auch mir wurscht. Aber so wurscht anscheinend dann auch wieder nicht, sonst würde ich mir nicht das Hirn zermartern darüber. Gut. So. Also, gut. Jetzt geh nach... Nee, warte mal. Geh im großen Saal, mittlere Tür, kleiner Ank, den rechten Durchgang in die Wandtafel stecken. Ach so, da gibt's eh auch nur einen Weg. Okay, na dann. Benutze Ank an Wandtafel. So, schaltest du das Gerät ein, erscheint eine Nachricht. Wie soll ich denn das Gerät einschalten? Ah, da hinten ist ein Knopf. Den habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht gesehen, aber da ist auch kein Knopf. Man sieht keinen Knopf, ne? Man muss da einfach mit der Maus hier... in diesen leeren Raum zwischen den beiden Grafiken da. Naja, okay. Dann schalten wir das Gerät mal ein. Das klappt nicht. Benutze Knopf. Ah ja. Wow. Guten Tag. Hallo. Unser Volk verließ diese Dimension vor etwa 50 Jahrtausenden. Wir Skolarianer waren eure Wächter. Wir wussten von den Kaponian und unternahmen alles, um euch zu schützen. Sie wollen die Erde mit ihren tödlichen Maschinen unterwerfen. Wir sandten euch die seltsamen Träume. Ihr müsst unsere Geräte zusammenbauen, um den kaponischen Angriff zu stoppen. Ihr müsst... Achso. Mit diesen Schlüsseln kommt ihr an den weißen Kristall. Beeilt euch, bevor es zu spät ist. Guten Tag. Ach so, jetzt geht's wieder von vorn los. Okay, cool. 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 Na gut, das hätten wir gemacht. Jetzt wissen wir Bescheid. Es gibt quasi die guten Aliens und die bösen Aliens. Nimm die beiden Schlüssel mit, aber einer zerbröselt doch, oder? Ich wollte nämlich jetzt extra nachlesen, ob man irgendwas machen muss, bevor man den nimmt. Jetzt haben wir den großen Schlüssel im Inventar. Diesmal ist er nicht zerbröselt. Okay. So, jetzt passt auf. Jetzt schaue ich mir noch schnell den Guide an, was wir jetzt noch machen müssen. Jetzt geh nach draußen. Zack braucht seinen Raumanzug. Goldfischglas. Dichtungsband. Ja, haben wir schon gemacht. Legt den Tauchanzug und die Sauerstofftanke an. Melissa und Lisa müssen ebenfalls den Helm aufsetzen. Zur Sicherheit sollte jeder noch einmal Sauerstoff beim Bus mitnehmen, hatte ich vor. Nun kauft sich jeder am Monolithen eine Münze, wenn nötig, und benutzt sie, um in die Marsbahn einzusteigen. Natürlich müssen alle kurz nacheinander ansteigen, sonst fährt die Bahn ohne sie los. Beachte, dass du am anderen Ende der Strecke keine neuen Münzen kaufen kannst. An der Marspyramide kommt das Besenwesen zum Einsatz. Soweit waren wir schon. Ah! Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Na gut. Okay. Na, dann schauen wir einfach mal. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Das muss ich testen. Ich meine, der Guide wird schon nicht lügen.
Aber muss ich wirklich mit Zack mit der Bahn fahren? Wir können uns doch zur Pyramide teleportieren mit unserem gelben Kristall eigentlich. Naja, ziehe an Sauerstofftank, ziehe an abgedichtetes Glas und jetzt auf den Mars. Das ist nicht cool, Zack. Ich habe das Gefühl, der weiß das gar nicht zu würdigen, dass der gerade über den Mars spaziert. Benutze Sauerstoffventil. Schnibbidi-bap, schnubbidi-bu, schlibbidi-schlibbidi-bap-a-da-bap-a-du-bu. Ich werde mal speichern mit F5. Das steht für fantastische 5. Oder so. Ich benutze jetzt mal die Cashcard hier. Und zwar gleich ein paar Mal. Nehmen wir ruhig mal 2, 3 Münzen mit. Nur für den Fall, dass wir nochmal zurückfahren müssen oder so. Oder vielleicht wem anderen eine Münze geben. Wir haben ja das Geld. Also warum nicht? Wahrscheinlich komme ich jetzt mit anderen beiden hin und dann heißt es, oh, keine Münzen mehr verfügbar. Das wäre gut. Aber jetzt will ich mich zur Pyramide teleportieren, wenn wir schon den gelben Kristall haben. Aha, nichts passiert. Alles klar. Dann holen wir mal die anderen beiden. Ziehe an Helm. Und los geht's. Geht doch bitte in den großen Saal. Wäre so schön manchmal, wenn man mehrere Charaktere gleichzeitig bewegen könnte. Ganz selten im Spiel. Wäre es einfach cool, wenn ich sagen könnte, hier, Melissa, komm nach London zum Flughafen und dann macht der NPC das einfach. Während ich was anderes mache. Wenn ich jetzt einfach sagen könnte zu dem anderen NPC, folge mir oder sowas, das wäre gut. So ein Folgebefehl wäre wirklich gut. Na gut. Ich glaube, jetzt haben alle genug Münzen. Also die andere muss ich natürlich noch eine Münze kaufen, ist klar. Die Liesel. Irgendwie verändert sich ihre Haarfarbe dauernd, oder spinne ich? Die waren doch vorher dunkler, die Haare. Ich glaube, ich spinne. Und jetzt kann sie ihren Helm nicht mehr anziehen, weil ich benutze, sage. Wie Helm benutzen, hä? Verstehe überhaupt nicht, wie ein Helm benutzt werden soll. Was heißt ein Helm benutzen? Anziehen. Er sagt das halt gleich. So ungefähr sind die Charaktere. Wie einen Knopf benutzen. Soll ich den ziehen oder was? Oder geben? Eine Münze. So Leute, jetzt machen wir für heute Schluss und morgen startet unsere heldenhafte Crew zu ihrem vielleicht letzten Abenteuer. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.